Ich versuche sozusagen jetzt zu gucken, Diagnostik und dann auch Therapie. Was können wir da eigentlich machen und wie können wir das auch Ganze bewerten? Das Erste ist ja schon gesagt worden, es ist nach wie vor eine schwierige Diagnose. Erich hat auch schon gesagt, wer sich damit beschäftigt, kriegt jetzt nicht viel Ruhm. Jeder weiß, ich habe ja auch schon eins auf die Mütze bekommen bei der Charité, als ich mal gesagt habe, es gibt mehr Nebenwirkungen, als damals die EMA und das PAI sozusagen angegeben hat. Die Studie läuft noch, die IPSEF-Studie, die Daten haben sich nicht geändert. Und ich kann auch auf andere Daten weisen, die dieselben Daten zeigen, die ich damals gehabt habe. Wer ist die EMA? Die European Medicines Agency. Das ist ein Teil der Europäischen Union. Europäische Arzneimittelagentur heißt es auf Deutsch. Gewährleistet die wissenschaftliche Evaluierung, Überwachung und Sicherheitsüberprüfung von Human- und Tierarzneimitteln in der EU. Also auf jeden Fall ist der Covid-19-Impfstoff dann dort, oder die Impfstoffe sind dann dort untersucht worden. Und die haben auch festgehalten, wie viele Menschen sagen, dass sie Beschwerden bekommen haben auf die Impfung. Ich hatte auch Beschwerden drauf bekommen und habe das nicht gemeldet. Das sind jetzt nur die, die gemeldet wurden, von denen er jetzt spricht. Und dann Paul-Ehrlich-Institut, das ist das, was in Deutschland das Gleiche eigentlich jetzt gemacht hat, Bezug auf Covid-19. Konnte man auch melden, die Beschwerden, die man hatte. Und es ist unglaublich, wenn man da reingeschaut hat, in die Aufzeichnungen, was auf die Impfungen für Beschwerden berichtet wurden. Unglaublich viele. Also erschreckend viele. Es ist interessant, es ist nach wie vor so, dass im PubMed zu Post-Covid gibt es eben deutlich mehr Publikationen als eben zu Post-Vac. Post-Vac ist immer noch schmuddelig und ist schwierig. Es ist so, dass wenn man sich anguckt hier vom EMA-Update, wie viel Adverse Drug Reaction hatten wir, dann waren das eben 7,5 Millionen. Das heißt eben, die meisten davon haben eben 3,5 Symptome dann dazu, das muss man auch sagen. Wir haben eben auch das Glück, dass die EMA, dass das PAI in Deutschland ja nicht mehr die Todesstatistik dazu führt, das haben sie eingestellt, weil sie es nicht mehr korrelieren konnten oder weil es auch in Deutschland eben sehr hoch war, kann man jetzt interpretieren, wie man möchte. Und das, was aber auch eben eine Wahrheit ist, ist, dass eben auch die Nebenwirkungen bei den Kindern nicht weniger waren, sodass wir da auch schwere Severe Adverse Events haben. Erstmal noch kurz zur Definition Long-Covid und Post-Covid. Meistens geht es durcheinander. Long-Covid ist eigentlich nur, wenn es von der Infektion über die 4 Wochen sozusagen fortbestehend ist. Und Post-Covid ist eben, wenn es länger als 12 Wochen ist. Also eigentlich ist das, worüber wir jetzt sprechen, immer ein Post-Covid-Syndrom und nicht ein Long-Covid. Trotzdem ist es so, dass es in der Presse und überall immer überwiegend Long-Covid heißt. Aber das National Institute of Health and Care Excellence, NICE, ist eigentlich das, was da sozusagen gilt. Und daher ist es auch für mich so, dass ich dann eher von Post-Covid spreche. Unter diesen zahlreichen Untersuchungen zu Post-Covid, wenn man jetzt eines rauszieht vom vergangenen Jahr, wird mal kein Unterschied mehr gemacht zwischen Post-Covid und Long-Covid. Und von der Häufigkeit sagt man, dass jeder Zehnte bzw. jede fünfte Person, unabhängig vom Alter oder anderen Erkrankungen oder wie schwer der Verlauf sich angefühlt hat am Anfang, nach einer Covid-Infektion Beschwerden hat. Beschwerden, die sich in Verbindung bringen lassen mit weiterer Tätigkeit des Virus, obwohl, wenn man dann so einen PCR-Test macht, man keine Spur mehr findet. Und das ist eben eine der interessanten Erkenntnisse, die herausgekommen sind durch diese Pandemie, dass es Viren gibt, die einen möglicherweise länger, vielleicht auch mal lebenslang beschäftigen können, wenn man die Virusinfektion überstanden hat und egal wie schwer oder wie leicht der ursprüngliche Infektverlauf sich angefühlt hat, diese Viren können bleiben und weiter einen Schaden im Körper anrichten.
Und unter den Herpesviren wissen wir ja, dass wir uns früh infizieren in den ersten Lebensjahren, weil es einfach in der Bevölkerung vorhanden ist. Also Herpes simplex jetzt beispielsweise, oder wenn wir dann Varizellen haben, das ist jetzt eine sehr stark infektiöse Krankheit, ne, die Windpocken. Wenn wir die überwunden haben als kleine Kinder, heißt das noch lange nicht, dass das Virus weg ist, sondern es bleibt auch lebenslang im Körper. Und dann später im Leben, oft erst im hohen Alter, haben wir dann einen Herpes Zoster und sehen, aha, das ist ja auch das Varicella-Zoster-Virus, das eben nicht als neue Infektion hinzukam, sondern die ganze Zeit schon im Körper geschlummert hat. Und ganz ähnlich ist es dann nochmal mit dem Epstein-Barr-Virus, was auch viel besprochen wird. Und wir wollen hier einfach mal kurz ansprechen die Situation, dass viele Menschen, die jetzt als Hashimoto-Thyreoiditis oder Morbus Basedow schon eine Autoimmunkrankheit hatten, dass diese oft durch das Covid-19-Virus sehr stark aktiviert wurde, weil viele dieser aggressiven Viren eine diffuse Immunantwort auslösen, also mehr Autoimmunität dann messen lassen. Und deswegen gibt es dann oft Schübe von Hashimoto und Basedow, die wir jetzt auch beobachtet haben, im Rahmen von solchen Infektverläufen. Und die drängende Frage, die wir versuchen jetzt hier zu beantworten, ist, was macht man dann therapeutisch, um wieder einen Rückgang seiner Aktivität zu erreichen, weil das ja dann mit einer verbesserten Befindlichkeit einhergehen kann. Aber was jetzt auch dieses Video interessant macht, diesen Vortrag, es stellt sich als erstes mal die Frage, wenn ich also in so einer Post-Covid-Situation, wenn ich da einen PCR-Test mache, finde ich das Virus nicht. Also zumindest nicht mit den Bestimmungsmethoden, mit denen wir doch im Rahmen der akuten Infektion denken, das sehr gut nachweisen zu können. Dann ist ja das Virus überall messbar. Wo ist es? Wahrscheinlich im Lymphsystem, oft im Nervensystem. Vielleicht könnte man es dort nachweisen. Und die Frage bei den Antikörpern ist eben dann auch, wenn die mal entstanden sind, welche Aktivität vom Virus unterhält immer noch diese neue Entstehung von Antikörpern? Wie kann ich die stoppen? Und wie würde eine Therapie dann auch aussehen, wenn andere Antikörper entstehen, wenn diese Antikörper wirklich Wirkungen entfalten, also so geformt sind, dass sie auch wirklich diesen Schaden anrichten können, von dem wir jetzt sprechen. Also bei der Hashimoto-Thyreoiditis zum Beispiel weiß man ja, dass diese TPO-Antikörper dann einen Entzündungsprozess auslösen können und unterhalten können, der die Schilddrüse mehr und mehr in ihrem Gewebe reduziert. Wir kennen aber auch Situationen, wo TPO-Antikörper in hohem Maße vorliegen, aber man keinen Schaden sieht, wenn man jetzt einen Schilddrüsenultraschall macht. Deswegen ist da auch wieder die Frage, was bringt es, so durch Viren entstandene Antikörper zu entfernen? Weil da geht es sehr stark jetzt um die Apheresis, also um die Immunabsorption. Wie sinnvoll ist diese Therapie oder wie hilfreich ist sie? Wie nachhaltig kann sie sein? Und was sind die Kriterien auch zu entscheiden, ob das jetzt in Frage kommen würde? Okay. Wenn es jetzt um die Frage geht, wie weit würde man jetzt durch eine Impfung eine vergleichbare Situation auslösen können? Also es ist ja interessant zu sehen, das hat er jetzt, glaube ich, auch angedeutet, dass es mehr Studien gibt zur Reaktion auf das Virus selbst und weniger über Reaktionen auf die Impfung. Gibt es weniger Studien. Aber das würde natürlich auch jetzt mal in diese Thematik hineinfließen. Weil wenn ich eine Impfung gemacht habe, und ich habe jetzt beispielsweise einen sehr hohen Antikörperspiegel, der durch die Impfung ausgelöst wurde, und ich habe Beschwerden, so hat die Frage,
Wie weit hat die Impfung diese Antikörper ausgelöst? Und natürlich die weitergehende Frage, wenn ich so einen Impfschaden definieren möchte, kann ich das jetzt mir gestatten, nur die Höhe der Antikörper anzuschauen, die ausgelöst wurden, oder gibt es eben dann noch andere Veränderungen, Schädigungen, die ich auf dieser Ebene nicht darstellen kann? Gut, also dann hören wir mal ein bisschen weiter zu. Beim Post-Vax-Syndrom ist es eigentlich so, dass wir ja zwei Dinge unterschieden haben. Wir haben die Impfreaktion unterschieden und die hat nichts mit Post-Vax zu tun. Und dann haben wir eben das Post-Vax-Syndrom, was eben länger als 4 Wochen anhaltende Beschwerden oder in zeitlichen Zusammenhang zu der Impfung auftretende Beschwerden sind. Nur, dass wir da auch sehen, dass es unterschiedliche Definitionen sind. Aber das Wichtige ist, dass wir klar sagen können, dass von der Pathophysiologie, das werde ich noch zeigen, doch es große Gemeinsamkeiten gibt. Von der Klassifikation können wir sagen, ist es so, dass wenn wir normalerweise Arzneimittelnebenwirkungen klassifizieren, dann ist sozusagen der Meta-Term, das heißt, das ist eine Klassifikation, wo wir organspezifisch eine Zuordnung machen. Und das ist jetzt der Trick bei der ganzen Sache, dass wir eben beim Post-Covid- und Post-Vax-Syndrom eben eine Reichhaltigkeit an Symptomen haben. Und wenn man die alle jetzt organspezifisch klassifiziert, dann kommt man durcheinander. Und dann sagt einfach das Pi, wir haben sie ja alle klassifiziert, die uns gemeldet wurden, aber die passen nicht zusammen. Das ist zu bunt. Das geht eben nicht. Und das werden wir aber auch sehen und verstehen anhand der Pathophysiologie, dass das eben doch auf einen großen pathophysiologischen Mechanismus zurückzuführen ist. Kann man ganz kurz zurückgehen. Es ist ganz interessant zu sehen. Beim Post-Vax-Syndrom, das hat jetzt gerade erwähnt, welche Symptome das macht. Ne? Und da sind ja Dinge drin, Fieber beispielsweise. Der Körper reagiert mit Fieber ja auch, sagen wir mal so, auf ein Virus und versucht, das Virus damit kaputt zu machen. Also die Frage ist, ob eine ähnliche Fieberreaktion ausgelöst werden kann durch andere Faktoren, dass die Impfung sozusagen einen ähnlichen Reiz bildet. Dann gibt es die, wird grob als Herz-Kreislauf-Beschwerden genommen. Bluthochdruck würde man natürlich jetzt schon versuchen, auf Nebennierenebene anzusiedeln. Die Nebennieren sind beteiligt bei der Reaktion auf eine Infektion, aber auch bei der Impfung wird was Ähnliches ausgelöst. Das ist eine Mehrausschüttung von Cortisol und Aldosteron. Das kann man als Nebennierenreizung sehen dann. Bei Fieber müssen wir genau unterscheiden, ob das nur ein Hauch erhöht ist, wie das oft bei Cortisolüberschuss auch mal sein kann. Aber sehr interessant ist das posturale Tachykardie-Syndrom. Das ist das Phänomen, was wir häufig bei der hormonellen Einstufung eben nutzen, dass wir sagen, wie ist der Blutdruck im Liegen, wie ist er beim Aufstehen. Und das Maß, wie er beim Aufstehen abfällt, sagt uns sehr viel über die Kraft der Nebenniere, wie sie eben mit Belastungen umgehen kann. Das ist ein sehr wichtiger Hinweis auf die hormonelle Balance. Wenn danach beim Aufstehen der Blutdruck sinkt, dann kann natürlich dann sein, dass das ausgeglichen wird durch ein schnelleres Schlagen des Herzens und das nennt man dann dieses POTS. Ja, okay. Wenn man sagt, Impotenz zum Beispiel wäre eine Folge einer Impfung, also beim Post-Vac, wenn es geimpft worden, dann hat man Impotenz dadurch entwickelt, dann würde man ja sagen, das ist auch ein hormonelles Thema, wo dann die männlichen Geschlechtshormone weniger gebildet werden. Genauso Haarausfall am Kopf ist ja in den meisten Fällen ein Mangel an Estradiol. Und das würde dann auch weniger gebildet werden. Wir wissen ja, dass viele Frauen dann eben Zyklusstörungen bekommen haben, auf die Infektion wie auch auf die Impfung. Also das sind sehr stark im Post-Vax-Syndrom Mangelzustände an Steroidhormonen, die dadurch erkennbar werden. Steroidhormone, die in den Nebennieren sind und Geschlechtshormone. Weshalb man ja auch denkt, dass das Post-Vax-Syndrom eben behandelt werden könnte mit Maßnahmen, die entweder die Nebennieren stärken
oder Nebennierenhormone und Geschlechtshormone zuführen. Noch zeigen, doch es große Gemeinsamkeiten gibt. Von der Klassifikation können wir sagen, ist es so, dass wenn wir normalerweise Arzneimittelnebenwirkungen klassifizieren, dann ist sozusagen der MEDRA-Term, das heißt, das ist eine Klassifikation, wo wir organspezifisch eine Zuordnung machen. Und das ist jetzt der Trick bei der ganzen Sache, dass wir eben beim Post-Covid- und Post-Wachs-Syndrom eben eine Reichhaltigkeit an. Er ist sehr wortreich, ne? Zum Teil fragt man sich wirklich, was hat das für Bedeutung? Aber da unten, ich hoffe, dass er jetzt darauf Bezug nimmt, ist, dass es eine große Metastudie gibt. Mit Meta meint man, das ist eine Sammlung von mehreren kleineren Studien, eine Meta-Analyse, wo man dann also verschiedenste Studien erfasst, die sagen, dass die Impfstoffunternehmen nicht genügend Daten freigeben. Also das Post-Vax-Syndrom liegt unter 1% und das Post-Covid-Syndrom liegt bei 10 bis 20%. Das wird in der Diskussion nicht so gerne genannt, weil wir natürlich zwei Seiten haben. Die einen sind eben jetzt für die Impfstoffe, die sagen immer, dass Millionen Menschenleben damit gerettet werden konnten. Und die Impfgegner sagen, das war alles nur ein Schaden, der da angerichtet wurde und die Menschen wurden gequält durch sinnlose Maßnahmen. Und deswegen ist es. Wäre das schon ganz interessant, möglichst glaubwürdige Zahlen zu bekommen. Was macht das Virus, wenn es eine Infektion macht? Und das ist ein Virus gewesen, das, wenn man eine Infektion hatte, im Körper verbleibt und sich jederzeit auch wieder melden kann. Impfung ist auch dann die Frage, wie weit kann es diesen Infektverlauf vielleicht sogar verschlimmern und verstetigen? Oder kann die Impfung dann auch eine Infektion, die noch da ist, zurückdrängen? Auf der letzteren Möglichkeit bauen ja dann Impfstoffhersteller, die sagen, ich kann dann, wenn ich einen Long-Covid habe, mit einem Impfstoff das beenden. Weil die Viren, die noch da sind, können wieder mit einer Impfung oder das erste Mal mit einer Impfung so stark angegriffen werden, dass die Infektion aufhört. Und das war ja auch zu beobachten, dass manche, die zuerst einen schweren Verlauf hatten, dann geimpft wurden, ihr Long-Covid-Symptome besser wurden oder aufgehört haben. Habe ich selber auch erlebt, an mir selber. Andere haben aber gesagt, zuerst waren sie infiziert und haben sie die Impfung bekommen, dann wurde es noch schlechter. Also ich bin neugierig, ob man das irgendwie jemals wird gut auseinanderhalten können und auch genau definieren können, wo sind welche Wahrscheinlichkeiten des Verlaufs zu erwarten. Aber ich möchte an der Stelle festhalten, es ist natürlich ein bisschen ein Unterschied, wenn die Infektion mindestens jeden Zehnten sehr lange beschäftigt, oft lebenslang spürbar beschäftigt, während die Impfung das nur in unter 1% Häufigkeit macht, sofern diese Zahl eben als glaubwürdig empfunden wird. Also ich wollte nur noch mal kurz zurückschalten und sagen, ja, es kann ja die These aufgestellt werden, dass das Post-Vax-Syndrom vorwiegend im Zentralnervensystem stattfindet. Also an sich wäre ein Psychiater, ein Neurologe in der Ordnung, die wir da gemacht haben in der Medizin, der Ansprechpartner oder die Ansprechpartnerin. Ne? Müdigkeit, depressive Verstimmung, Hirnnebelung, Vernebelung, Schlafstörung. Das sind jetzt Tinnitus, das sind alles Phänomene, die im Zentralnervensystem stattfinden. Und da muss man natürlich darauf aufmerksam machen, dass ein Bereich der Medizin, das ist eben die hormonelle, der Teil des Hormonsystems an diesem Ganzen, dann meistens unter den Tisch fällt. Das sehen wir hier jetzt auch schon. Ne? Also man kann jetzt sofort sagen, Schlafstörungen, ja, ist zwar irgendwo ein Phänomen des Gehirns, aber
Die gerade Neurosteroide, also die Nebennierenhormone und die Geschlechtshormone, haben dort ganz wichtige Aufgaben, damit man schlafen kann. Genauso weiß man, dass eben Neurosteroide bei der Depression ganz bedeutungsvoll sind, wo eben der Neurologe dann am liebsten nur Serotonin sieht als einen Stoff, den man anreichern kann. Aber Rezeptoren für verschiedene Neurotransmitter im Gehirn werden sehr stark stimuliert oder gebremst von Steroidhormonen, also Geschlechtshormonen und Nebennierenhormonen. Das fällt hier schon mal unter den Tisch. Also es würde in der ersten Darstellung gar nicht gesehen werden, sondern man sagt sich, ja, es wird nur diskutiert jetzt über das Zentralnervensystem auf einer Ebene, die sehr kümmerlich ist. Nämlich ist jetzt die Person, die davon befallen wird, von den Beschwerden selber dran schuld? Hat die eine schlechte Einstellung oder stellt sie sich einfach an? Ne? Einstellen und anstellen, das sind so deutsche Begriffe, die für das verwendet werden. Was jetzt an sich mit dieser ganzen Thematik mal nichts zu tun hat, das sind sicherlich körperliche Phänomene, die im Stoffwechsel stattfinden, die körpereigene Strukturen beeinträchtigen. Also es ist ein Vorgang, der ausgelöst wird durch das Virus oder durch jetzt die Impfung. Das wird ja hier diskutiert. Da ist jetzt mal der Mensch mit seiner Seele, mit seiner Weltsicht, mit seinem Charakter mal prinzipiell überhaupt nicht daran beteiligt, sondern das passiert auf körperlicher Ebene. Und dass das dann diskutiert wird, nur weil das geistig-seelische Symptome sind, ist natürlich eine klägliche Herangehensweise an diese Thematik. Ja, wenn in der EU 450 Millionen Menschen leben, dann sind ja mindestens 300 Millionen geimpft worden. Also würde man sagen, sind zumindest unter 10%, die dann gesagt haben, dass sie Beschwerden haben. Jetzt zur Pathogenese. Da ist es aus meiner Sicht ganz wichtig. Erich Preisleben hat es ja schon gesagt. Frau Bindler sagt 80, heute sagt sie 90%. Wenn wir die Daten zusammenrechnen oder zusammenzählen, dann können wir sagen, dass 90% der Patienten mit einem Post-Covid-Post-Wachs-Syndrom haben die sogenannten agonistischen adrenergen Autoantikörper. Jetzt wird es ein bisschen schwierig und da schauen wir einfach mal nach, wovon spricht er hier. Ja, wir gehen jetzt als erstes mal auf die Webseite von der Deutschen Gesellschaft für ME/CFS und die muss jetzt schon mal erklären, was das eigentlich ist, weil es nicht allgemein bekannt ist. Das ist ja auch eine der letzten großen Krankheiten, die kaum erforscht sind, laut Aussage dieser Gesellschaft. Und ME ist die myalgische Enzephalomyelitis. Also die These wäre, dass das Gehirn sich entzündet und dadurch Schmerzen entstehen in Muskeln und Gelenken und Kopfschmerzen. Und das CFS, das kennen wir schon, das ist das chronische Erschöpfungssyndrom, das gibt es schon länger. Und die Idee ist eben jetzt hier, dass man mit dieser neuen Diagnose, es wird so ein bisschen abgegrenzt auch von anderen, dass man damit genauer auf diesen postinfektiösen Verlauf aufmerksam macht, der von anderen Viren auch bekannt war, aber jetzt durch das Covid-19 viel stärker bewusst wurde. Also die sagen jetzt auch, seit dieser Pandemie gibt es doppelt so viele Menschen in Deutschland, die davon betroffen sind. Und typisch ist die postexertionelle Malaise, PEM, also wenn ich mich anstrenge, dass ich danach sehr erschöpft bin. Das findet jetzt als Diskussion wieder jenseits der Hormone statt, weil wir würden sagen, ja, das ist jetzt eine Nebennierenüberlastung, wie sie auch oft stattfindet durch zu viel Stress oder Anstrengung. Dann fällt man danach wie in ein Energieloch und das ist an sich jetzt mal eine Nebennierenüberforderung. Nebennierenüberforderungen machen auch schlechtere Infektverläufe. Also das eine begünstigt jetzt das andere. Der Weg raus wäre, die Nebennieren eben nicht zu überfordern. Wenn man natürlich sagt, wir haben jetzt hier zwei Gegner, die gegeneinander antreten. Das eine ist das Virus, was
jetzt den Menschen befallen hat und sein Immunsystem, wo eben ein wichtiger Teil die Nebennieren sind, mit ihrer Aktivität, der Möglichkeit, Steroidhormone zu bilden. Und wenn ich jetzt mehrere Stressfaktoren zusammenkriege, dann hat das Virus bessere Chancen, sich weiter auszubreiten und negativ bemerkbar zu machen. Wenn ich die Nebennieren stärke, dann wird das Virus zurückgedrängt. Und die Idee ist dann, dass eben, also hier, was mir eben jetzt ein bisschen fehlt, ist, wenn man sagt, du hast das Syndrom und dann hat das dann dieses BEM und das ist eben so, außer ich versuche irgendwelche Antikörper loszuwerden, dann wird das eine verkürzte Diskussion, weil ich würde sagen, du hast einen Infektverlauf, der nicht beendet ist, immer wieder aufflammen kann, der auch das Erschöpfungssyndrom macht. Aber um daraus herauszuwachsen, wäre es günstig, die Nebennieren mehr zu schonen, gezielt aufzubauen, schrittweise aufzubauen oder in ihrer Funktion auch mit Hormonen zu unterstützen, damit dieses BEM sich zurückbildet und ausbleibt, weil dann eine immer stärkere Heilreaktion möglich wird, wenn die Nebennieren nicht überlastet sind. Deswegen ist natürlich bei mir eine ganz andere Herangehensweise. Und dann schreiben Sie auch hier bei der Definition dieses neuen Syndroms MECFS, dass es Symptome des autonomen Nervensystems gibt. Herzrasen, Schwindel, Benommenheit, Blutdruckschwankungen. Jetzt wäre es aus meiner Sicht wieder sinnvoll, die Hormone mit einzubeziehen. Weil wenn ich jetzt bei jemandem Puls fühle und der hat einen schwachen Puls, dann ist die wichtigste Ursache, die man so festmachen kann, dass zu wenig Cortisol und Aldosteron fließt. Das macht das. Und wenn das so ist, dann würde ich bei einem Lagewechsel des Körpers auch Blutdruckschwankungen feststellen. Das kann mit Schwindel einhergehen. Und dann würde der Herzschlag auch schneller gehen, um eben den Abfall des Blutdrucks auszugleichen. Das heißt, die ganzen Beschwerden, die bei dieser Störung des autonomen Nervensystems beschrieben werden, sind ja bis zu einem gewissen Grad dann schon mal basierend auf der Nebennierenstärke, wie die Nebennieren arbeiten, was jetzt beitragen zu dieser Situation. Aber die These jetzt auch hier von anderen Ärzten in anderen Bereichen, die sich damit beschäftigen, ist, naja, da werden eben die Rezeptoren, die jetzt dafür zuständig wären, dass das funktioniert, die werden jetzt von Antikörpern abblockiert. Und das ist dann, wenn ich jetzt, sagen wir mal, wo war ich denn hier? Da gibt es zum Beispiel dieses Merkblatt von MECFS, von dieser Deutschen Gesellschaft für diese Krankheit rausgegeben. Und das sagt man dann. Bei Autoimmunerkrankungen findet man häufig Antikörper, die gegen körpereigenes Gewebe gerichtet sind, sogenannte Autoantikörper. Ja gut, jetzt kommen wir rein in die Situation, dass es eben viele Menschen gibt, die Hashimoto, Basedow haben, rheumatische Erkrankungen, Kollagenosen. Also wir haben hier ein Riesenfeld von Menschen, die Autoantikörper haben. Und das erweitert man jetzt und sagt, es gibt auch Antikörper gegen wichtige Rezeptoren wie die für Adrenalin und Acetylcholin. Also wir gehen jetzt an die Zellmembran. Und da gibt es dann diese G-Protein gekoppelten Rezeptoren, GPCR. Und Neurotransmitter und auch einige Schilddrüsenhormone, die gehen da durch. Ne? Und diese Rezeptoren müssen eben erregt werden, damit das funktionieren kann, damit dieser Effekt passiert. Und auch Adrenalin und Acetylcholin gehen über diese Rezeptoren. Und wenn es jetzt Antikörper gegen diese Rezeptoren gibt, dann ist es nicht so möglich, diese Reaktion auszulösen. Und das hat natürlich Riesenbedeutung überall im Körper, weil jede Zelle des Körpers hat diese G-Protein gekoppelten Rezeptoren außen drauf. Und das hat im Gehirn Riesenbedeutung. Und wenn das eben dann tatsächlich lahmgelegt würde, könnte man sich einige Beschwerden dadurch erklären. Ja, und da haben sie eben dann jetzt, führen sie dann einige Studien an, die jetzt durchgeführt werden. Und diese Studien kommen zu großen Teilen aus Deutschland, interessanterweise, ne? Sind immer auch deutsch klingende
Autoren dran beteiligt. Die Universität Lübeck hat zum Beispiel das hier rausgegeben. Und da gibt es jetzt die These, steht ja schon drin in der, im Namen der Studie, dass die Höhe dieser Antikörperspiegel in Verbindung gebracht werden können mit Beschwerden, die die Menschen haben. Und das wird euch jetzt überraschen, wenn ihr hört, dass das überhaupt eine Frage ist. Aber gehen wir mal in den englischen Sprachraum und wir gehen nur auf Wikipedia. Da ist es ja oft so, dass es eine Basisdarstellung gibt. Und da wird das dargestellt hier, schön grafisch auch. Was macht das dann? Was machen die Adrenergenrezeptoren? Also Adrenalin und Noradrenalin an der Zellmembran über diese G-gekoppelten Rezeptoren. Was für Reaktion löst das aus? Und dann spricht man eben drüber, dass es Antikörper gibt. Und dann heißt es hier, the implications of high titers of the circulating antibodies are still being worked out. Also auf Deutsch, man hat eigentlich gar keine Ahnung, was das bedeutet, ob Leute diese Antikörper haben oder nicht. Und auch hohe Antikörpertiter können was Gutes oder was Schlechtes sein, das weiß man nicht so genau. Aber es gibt einige Thesen dazu. Eine These ist zum Beispiel, was jetzt Herz-Kreislauf-Erkrankungen betrifft, dass man sagt, ja gut, wenn diese Antikörper da sind, kann das eine Störung machen, das kann dann jetzt zum Beispiel eine Herzschwäche nochmal verschlimmern. Es gibt aber auch Gegenstimmen, die sagen, diese Autoantikörper würden ein überschießendes Stimulieren an diesen Rezeptoren auch herunterregulieren können und die haben vielleicht eine physiologische Funktion. Also die Frage ist einfach nicht ganz klar jetzt zu lösen. Sind die gut oder sind die schlecht oder sind sie vielleicht auch harmlos? Genau weiß man das nicht. Und auch hier kommt wieder dieses posturale orthostatische Tachykardie-Syndrom hinein. Also wenn ich aufstehe, dass mein Herz schneller schlägt. Und jetzt ist einfach die Frage, wenn ich eine Situation habe, wo ich beim Aufstehen einen Blutdruckabfall habe und wenn mein autonomes Nervensystem viel zu stark darauf reagiert, das heißt, die Beschleunigung des Herzschlags ist überschießend, dann könnte ein Regulationsmechanismus sein, dass diese Antikörper diese Reaktion abschwächen. Und das eröffnet jetzt generell ein Feld im Denken, wo man sagt, naja, bei der Hashimoto-Theorie, das habe ich ja oft auch ganz hohe Antikörper. Und sind die gut oder sind die schlecht? Und ich habe das vor Jahren schon mal diskutiert beim Morbus Basedow, wo ich ja eine Situation habe, wo es Antikörper gibt, die eine Schilddrüsenüberfunktion machen, die sich schädlich auswirkt auf den Körper. Also beispielsweise, dass es dann Herzrhythmusstörungen davon ausgelöst werden oder dass eine Osteoporose entsteht und so Dinge. Und dann gibt es andere Antikörper, die Zellen daran hindern, diese Hormone herzustellen, die dieser andere Antikörper anregt in der Bildung. Das heißt, das ist eigentlich so, dass dann die TPO-Antikörper oder die Thyroglobulin-Antikörper könnten als Gegenspieler aufgefasst werden zu der überschießenden Wirkung von den TSH-Rezeptor-Antikörpern. Das heißt, wir haben zwei Autoimmunphänomene, die sich gegenseitig so weit abschwächen können, dass dann eine bessere Situation entsteht, als wenn der eine Antikörper einfach so reagieren könnte oder so eine Reaktion auslösen könnte, wie er möchte. Also wofür er sozusagen gebildet wird, das, was er bewirkt im Körper, kann dadurch abgemildert werden. Und so würde sich ein fragendes Wesen da ein bisschen differenzierter zu diesen Themen äußern, dass er sagt, wir wissen, dass etwa 5% der Bevölkerung Antikörper haben, Autoantikörper, also gegen körpereigene Strukturen. Man müsste mal differenzieren, welche davon sind hilfreich und welche davon sind schädlich und welche sind harmlos. Das wäre jetzt, denke ich, ein wichtiger erster Schritt, mit dieser Thematik umzugehen. Und wir glauben natürlich sofort, dass es möglich ist, dass Autoantikörper
schädlich sind, weil wir kennen ja hohe Spiegel in Verbindung mit Beschwerden. Das ist auch das, was hier postuliert wird. Wir wissen aber auch, dass es hohe Antikörper gibt, wo wir gar keine schädliche Wirkung beobachten können. Und vielleicht gibt es auch positive Wirkungen, dass wenn eine gewisse Autoimmunogenität entstanden ist und diese schädlich ist, können andere Antikörper entstehen, die diese schädliche Wirkung wieder etwas ausgleichen können. Und das müsste man auf jeden Fall in die Spekulationen mit einbeziehen. Ja, ich denke, ich mache jetzt hier bei Teil 1 mal Schluss und wir sehen uns gleich wieder und schauen uns das Video dann weiter an. Bis später.